Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Abenteuer-Logbuch von Stray. Nun, wer nach dem letzten Mal keine Albträume hatte, herzlichen Glückwunsch! Ihr seid definitiv geistig stärker als ich, was nicht sonderlich schwer ist. Davon abgesehen, heute lassen wir die Kanalisation hinter uns und schauen mal, was sich dahinter verbirgt. Hoffentlich nicht noch mehr Zugs. Legen wir los und schauen nach. Ich zitter es am ganzen Körper. Das ist so gemein. Oh, da ist ein Roboter. Ein Robolein. Ist das Balthasar mit Z? Baladin. Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenweltler? Balthasar, der Außenweltler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Wir haben ein weiteres Roboterdorf gefunden. Das Ameisendorf. Sian. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Aha. Er war krank, das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm, er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Aber beim Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest, bis eine kleine Katze auftauchte. War es? Es war. Ich war es. Ich war der Wissenschaftler. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Aber ja doch. Main Story, Teil 3 gefunden. Es tut mir leid. Ach so. Ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Na gut. Dann suchen wir doch, sobald er sagt. Sorry. Oder auch nicht. Sorry, not sorry. Okay, Dorf Nummer 2. Ah, mal wieder Krallen schärfen. Ab nach oben zu Balthasar. Was hab ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Das kann ich dir nicht sagen. Ich muss wohl da.
Ah, okay. Es war wieder der Blickwinkel. Der Blickus Vinculus. Ganz viele Winkelkatzen. Was ist das? Hey, weißt du nicht, dass man seine Nächste nicht bei seiner transzendalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Du kennst Momo und Dog, also bist du bereits mit uns Außenweltlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Dog zu finden. Und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier, für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Neuen Gegenstand. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerungen wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Ich bin dafür, dass wir erstmal die Leute unten befragen. Ich meine, den einen bin ich gerade auf den Tisch gehüpft und habe ihr Spiel kaputt gemacht. Bei ihm alle habe ich Farbe geklaut. Diese Sprache, die Robotergefährten, haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. Hey, zwar übersehen. So, was gibt's denn hier noch? Ist noch was in dieser Richtung? Ich scheine da nicht runter zu können. Nicht mit meinen vier Beinen. Da drüben ist noch so ein Wächter. Hier wachsen Pflanzen, das ist schön. Sobald er sah, der Außenwetter hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf, also nichts Neues.
Tja, da hat irgendjemand drauf rumgekritzelt. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemandem, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Ja. Ach so. Ja, so macht man das also richtig. Ah. Passiert noch was mit dem Brett, wenn ich so weiter kratze? Scheinbar nicht. Was, dass ich meine Spuren hinterlasse? May ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen. Wie schade. Man kann sagen, du hast doch gar keinen Geruchssinn. Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8-mal gewinnen müssen. Jetzt kann ich das Bild gar nichts mehr mit. Okay. Da ist ein Bild hinter, aber es bringt auch nichts. Okay. Von da aus geht's auf den Fernseher. Aber Ärger machen kann ich hier wohl nicht. Kann auch nur kratzen. Elektrozugs. Überall. Ja. Da hat jemand Albträume. Der lässt nicht mehr Spuren, weil es sofort wieder verschwindet. Nee, wecken kann ich dich nicht. Ist der eine Typ hier jetzt ansprechbar? Ja. 9536 Spiele zu 6 gewonnen. Sag niemandem, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin, dieses bei diesem Spiel zu gewinnen. Ja. Da bleibt einem dann auch nichts anderes. Oh, hier drüben ist noch was. Oh, Hallöchen. Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Zirks natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen, sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine.
Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Ist hier drüben noch was? Tatsächlich, hier geht's noch weiter. Ah, ja. Ich bin einfach nur auf der anderen Seite hier rum. So geht's wieder nach oben. Das beruhigende Geräusch von fallendem Müll, schimmernden Wasserfällen, keinen Gefahren. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinen Gedichten zu arbeiten. Hier, hör mal. Du, mächtiger Beton, so sagt, der mich in seinem Schoß schützt, sollst du auch sein, mein Grab. Ist dir das zu feierlich? Feierlich! Ja, feierlich, alles klar. Okay, damit haben wir jetzt jeden auch in diesem Dorf getroffen, würde ich mal sagen. Mit Balthasar haben wir gesprochen und was ist hier drüben noch? Ah, ist einfach nur ein schnellerer Abgang, wie es scheint. Nein, hier ist noch irgendwas. Eine Schaukel. Ah, hier ist wieder ein Kissen, auf dem man sich niedersetzen kann, wie es scheint. Ein perfektes Bild für einen Feierabend. Den machen wir allerdings noch nicht. Dafür ist es noch ein bisschen früh. Aber jetzt ist es Zeit, denke ich, so langsam weiterzugehen. Auf den ungewöhnlichen Pfaden der Katze. Der Katze in der Apokalypse. Apokalypse Katze. Kalypse, Kalypso-Katze. Hm, jetzt ein Kalypso. Hm, das wäre das meines. Ah ja, da geht's weiter nach oben. Oh, ich war hier drüben, war noch was, was ich noch nicht gehört habe. Sackgassenschild. Oh, hier sitzt noch jemand. Kochzeit. Dieses Essen ist wirklich grässig, aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot Ramen J45 mit meiner geheimen Zutat. Okay. Da fragt man sich doch, was die geheime Zutat ist. Kann ich hinter die Theke? Natürlich kann ich hinter die Theke. Ich kann wieder kratzen. Das hat aber keinen Effekt. Kann ich hier hochspringen? Nein, ich kann eben nicht seine Kochartikel kaputt machen. Kann ich hier hinten hochspringen? Nein, ich kann nicht ins Häuserfeuer oder ins Messer laufen. Hier geht's auch nicht. Ich kann Sachen runterschmeißen. Sachen runterschmeißen geht immer. Gelbe Pflanze nehmen. Okay. Ich habe eine gelbe Pflanze gefunden. Hm, die Frage ist, was mache ich mit dieser gelben Pflanze? Hm. Eine gelbe Pflanze gefunden. Aber wozu ist diese gelbe Pflanze gut? Vielleicht sollte ich meinen eigenen Laden aufmachen, denn schlimmer kann es wirklich nicht mehr werden. Ein GPU-Flatrate-Essbuffet. Stell dir das mal vor. Ich könnte das Zeug immer und ewig essen. Wie könnt ihr essen? Ihr habt nicht mal Münder. Ich habe eine gelbe Pflanze gefunden. Wo muss ich denn damit hin? Es hat niemand irgendwie einen Gegenstand oder so verlangt. Hm. Interessant, interessant, interessant. Na gut. Ups.
Ja. So. Nee, ich wollte runter. Weiter runter. Um dann hier drüben weiter hochzugehen. Du solltest Clementine suchen. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Klettere unser Dorf hinauf und finde einen Weg ins Stadtzentrum. Was? Jetzt? Ich bin nicht an weltlichen Besitztümern interessiert. Na gut. Gut. Dann geht's jetzt weiter aufwärts. Immer auf der Suche. Weiter. Immer weiter geht es hier. Hey! Hier ist noch jemand. Hallo, Kleines. Wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und ja, eine lila Pflanze. Wenn nur einer, der klein und flink ist, sie für mich holen könnte. Ja, habe ich gerade gefunden. Ich liebe diese Farbe. Danke, Kumpel. Könntest du die andere auch für mich finden? Bitte, bitte. Na, wenn ich was finde, jetzt so zufällig. Pff, mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. Ist das so? Nichts zum Angucken. Ich sehe, was Lilanes da drüben leuchten. Hier bin ich jetzt wieder bei den Köchen. Da drüben ist was Lilanes. Aber muss ich da wirklich so weit raus? Also von hier aus komme ich da nicht ran. Sind die alle hier auf dieser Ebene? Ich meine, ich habe da gerade eben auch noch was Rotes gesehen. Ja, wenn ich schon so eine Sidequest finde, kann ich die auch mal eben erledigen. Bin ich hier wieder bei dem Alex. Da ist diese lila Pflanze. Ah, so komme ich daran. Ja, komm her. Da ist die lila Pflanze. Das ist die Frage, wo ist die rote Pflanze? Wahrscheinlich noch viel weiter oben oder so. Nee, da unten ist was Rotes. Ich sehe was Rotes da unten. Ist am Eingang, wie ich das sehen kann. Ah, da, in den Eimer. Da rein. Und durch den Dreck gewühlt. Da sind noch mehr Leute, die ich noch nicht kenne. Na, sieh mal einer, schau. Ja. Vor vielen Zyklen war ich ein Pagenbord. Hab mich dann aber zum Schatzsucher umfunktioniert.
Das hört sich jetzt vielleicht fantastisch an, kann aber hart und grausam sein, so wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Armer Kerl, möge er in Frieden rosten. Manche mögen das Schrott nennen, für mich sind das Schätze. Da haben wir's. Die dritte Dings. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder zurück? Wahrscheinlich auf einem ähnlichen Wege. Aha. Da. Jump, jump, jump. Ordentlicher Jump. Da hoch, da hoch. Hoppelchen, Hoppelchen, da kommt man sich ja fast vor wie ein Kaninchen und ich wäre eine Katze. So. Mal so eben nebenbei ein paar Dings gefunden. Hey. Spring, Katze, spring. Spring, Kanickelkatze. Katzenkanickel? Na, Kanickelkatze, ja. So. Sobald er sah, mit großem Sie. So. Da hast du deine. Ich hab deine Blumen. Da hat doch niemand was gegen, wenn ich hier rumkratze, ne? Hi, Milo. Wie ich schon sagte. Ja. Ach, verdammt. Das war falsch. Dings. So, nochmal. Oh, ich habe gehört, das ist eine seltene Pflanze. Ist, danke. Könntest du die andere auch für mich finden? Bitte, bitte. Oh, wow, so unglaublich schön. Danke. Du hast sie alle gefunden. Ich danke dir so sehr. Hier, als Belohnung, mein Abzeichen für dich. Sieht richtig gut aus. Mach's gut. Bis bald, mein Freund. Okay, ein kleiner Exkurs in Pflanzenkunde. Und es geht wieder weiter nach oben. Jupp. In der Richtung ist nichts mehr. Weiter nach oben. Balance, Balance, Balance. Und noch höher. Und weiter. So. Und wieder hinein in ein Rohr. Ach, was war das doch für ein friedliches kleines Dorf. Wie wunderbar. Doch jetzt verlassen wir es ja auch schon, nachdem wir es ein bisschen schöner gemacht haben. Was uns oberhalb der Erde erwartet, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr es auch auf gar keinen Fall verpasst. Und wenn ihr ganz, ganz lieb seid, dann gebt ihr mir noch ein Like, worüber ich mich tierisch freuen würde. Bis dahin, eure Zeroes Wolf von Feel Free to Play.